Flux FM in digitaler Gesellschaft. Die Magic Kids mit Hey Boy, gerade noch auf dem Plattenteller. Und ich sag Hey Boy zu Alexander Sander. Hi, grüß dich. Von der digitalen Gesellschaft. Er hat es zu mir ins Studio geschafft. Und heute werden wir kein einzelnes Thema in jedem kleinsten Detail besprechen. Nein, wir wollen einen Ausblick wagen auf die Republika, die ja quasi vor der Türe steht. Die große Konferenz zu Netzthemen findet statt ab Montag. Und auf dieser Konferenz wird natürlich auch die digitale Gesellschaft vertreten sein. Ihr werdet einige Vorträge halten und da nochmal ein paar Themen genauer besprechen. Zunächst möchte ich aber nochmal wissen, was denn die Republika und die digitale Gesellschaft verbindet. Ich habe gehört, die ersten Liebesbekundungen zwischen dir und Volker Tripp haben quasi stattgefunden im Rahmen dieser Konferenz, kann das sein? Also, nein. Nee, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, aber also es ist so, dass 2011 auf der Republika der Digitale Gesellschaft e.V. offiziell vorgestellt wurde als Verein. Wir haben uns da eben präsentiert, haben gesagt, was wir vorhaben, was wir machen. Und jetzt eben ein paar Jahre später sind wir auch wieder da auf der Republika. Wir waren jedes Jahr bisher da, haben da immer so erzählt, was wir im vergangenen Jahr gemacht haben und was wir im neuen Jahr vorhaben. Und von daher ist das natürlich eine Veranstaltung für uns, zu der wir auch eine gewisse Bindung haben, weil wir uns da eben offiziell gegründet haben und immer wieder gerne da sind und immer wieder gerne erzählen, was wir gemacht haben und wo die Reise noch im Bereich für digitale Bürgerrechte so hingehen soll. Wir haben ja schon gesprochen hier auch im Rahmen dieser Sendung über die WLAN-Störerhaftung, über die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten, über die EU-Urheberrechtsreform und so weiter und so fort. Das werden auch Themen sein, die dort nochmal von euch quasi im Rahmen von Vorträgen thematisiert werden. So ist es. Also zum einen gibt es Vorträge, die Mitglieder von unserem Verein halten, die dann eben zum Beispiel über den NSA-Untersuchungsausschuss berichten oder auch ein sehr schöner Vortrag, leider auf Englisch, How the EU Works, also wo einfach mal erklärt wird, wie diese ganzen Institutionen eigentlich in Brüssel funktionieren und wo da eigentlich die Möglichkeiten sind, jetzt für Bürgerrechtsorganisationen oder auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger einzusteigen, wo man eben Informationen finden kann und wann man zu welchem Zeitpunkt mit welcher Institution überhaupt ins Gespräch suchen sollte und ähnliches. Also dass man da einfach mal ein bisschen durch diesen Brüssel-Dschungel so eine kleine Anleitung kriegt, wie man sich da drinnen zurechtfindet. Also ein sehr, sehr schöner Vortrag. Es geht auch um Offenheit und Transparenz von Daten. Wir haben da ja auch schon mal drüber geredet, Transparenzgesetze, also wo werden öffentlich verfügbare Daten zur Verfügung gestellt, in welchen Bundesländern und was kann man Tolles damit machen, Datenvisualisierung und so weiter und so fort. Welche Informationen kann man daraus ziehen? Und es geht natürlich auch wieder um Netzneutralität, du hast es schon angesprochen, wo es nochmal einen gesonderten Vortrag dazu gibt. Aber wir werden natürlich auch als digitale Gesellschaft, als Verein nochmal einen eigenen Slot kriegen, zwar Mittwoch 17.30 Uhr, wo wir eben genau das machen, was wir schon seit Jahren eben auf der Republika machen, kurz zu bestimmten Themen einen Rückblick wagen und dann eben schauen, was uns jetzt in diesem Jahr bis zur nächsten Republika in etwa erwartet. Hier steht etwa die Urheberrechtsreform an, sehr spannendes Thema, da geht es dann um Sachen wie Geoblocking, jeder kennt das ja, glaube ich, wenn er mal irgendwie auf YouTube war oder wenn er im Ausland versucht hat, irgendwie in die ARD oder ZDF Mediathek zu kommen und da er halt dann eben ausgeschlossen wird, weil er sich im falschen Land befindet. Meine Freundin ist Brasilianerin, die kriegt hin und wieder aus Brasilien YouTube-Links oder Video-Links oder Links zu kleinen Filmchen geschickt, die sie dann nicht aufmachen kann. Genau, die schreibt dann immer scherzhaft an ihre Freundin Brasilien, dass sie sich in Nordkorea befände und leider das Internet nicht im vollen Umfang nutzen kann. Genau. Und dafür kämpfen wir ja schon seit Jahren, dass halt eben solche Situationen endlich mal ein Ende haben, dass also Internet einfach Internet ist und bleibt und dass man da verfügbare Informationen auch abrufen kann, egal wo man sich aufhält. Über solche Themen werden wir reden. Und dann gibt es noch auch eben sehr schön eigentlich, um uns auch als Personen mal kennenzulernen, am Dienstag auch um 17.30 Uhr so ein Meetup, wo der Volker und ich mit dabei sein werden, aber auch Mitglieder von unserem Verein, wo wir dann einfach so in lockerer Atmosphäre und Runde darüber reden können, was die Leute so interessiert an uns, an unserer Arbeit oder was so für Themen gerade relevant sind. Also auch ein ganz lockeres Get-Together. Seid ihr unter Umständen auch auf Mitgliederfang auf der Republika? Denn unter Umständen wäre es ja gar nicht schlecht, wenn auch der Verein Digitale Gesellschaft
von der Mannes- und Frauenstärke größer würde, oder? Genau, also wer Interesse hat, sich sozusagen in unsere Arbeit einzubringen, wer das toll findet, für was wir da arbeiten und jetzt nicht nur uns Geld spenden mag oder ähnliches, worauf wir natürlich auch immer angewiesen sind, kommt zum Beispiel einfach zu diesem Meetup und da kann man dann eben schauen, wie wir vielleicht eben zusammen an bestimmten Projekten arbeiten können, welche Themen eben gerade wie bespielt werden können und wo sich die Leute da eben aktiv einbringen können. Das ist eben eine super Gelegenheit, um da mal vorbeizukommen. Wie gesagt, das ist im Grunde wie unser netzpolitischer Abend, den wir auch einmal monatlich in der C-Base machen, immer am ersten Dienstag im Monat, wo man uns eben auch mal persönlich treffen kann. Das Ganze auf der Republika für ein größeres Publikum, mehr Leute da. Viele Leute kommen vielleicht auch eben nur für die Republika mal nach Berlin im Jahr. Ja. Das ist ja eben auch eine schöne Möglichkeit, um uns dann mal kennenzulernen. Man kommt jetzt vielleicht nicht immer dienstags abends nach Berlin. Zur Republika vielleicht schon mal eher, deswegen stehen wir da auch gerne zur Verfügung für Gespräche. Welche Themen werdet ihr konkret nochmal besprechen aus dem letzten Jahr? Ich habe ja vorhin schon angerissen, über was wir schon gesprochen haben. Was wird da nochmal wichtig sein für euch? Also wir werden auf jeden Fall nochmal über die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten reden. Hier wurde ja im EU-Parlament beschlossen, dass sie eingeführt werden soll. Das heißt aber für uns jetzt nicht, dass wir uns kampflos hinsetzen und traurig sind, sondern wir werden... Und nicht mehr reisen. Genau, nicht mehr reisen, ganz im Gegenteil, nein. Also wir werden hier zum Beispiel schauen, welche rechtlichen Schritte es gibt und werden natürlich dann versuchen, auch dagegen juristisch vorzugehen, gegen diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Deswegen werden wir da auch nochmal drüber reden. Wir werden aber eben zum Beispiel auch über diese Urheberrechtsreform reden. Neben Geoblocking, was ich eben schon erzählt hatte, gibt es ja auch noch andere Themen, sowas wie Panoramafreiheit. Klingt auch erstmal ganz putzig, geht aber darum, dass wenn man auf die Straße geht und ein Gebäude fotografiert, man in bestimmten Ländern, zum Beispiel in Frankreich, wo auch das EU-Parlament seinen Sitz hat, den Architekten vorher fragen muss, ob man dann dieses Foto, was man vom EU-Parlament zum Beispiel gemacht hat, dann auch im Internet veröffentlichen darf, was ja völlig absurd ist, um da irgendwie einen von Steuergeldern finanzierten Bau dann den Architekten erstmal ausfindig zu machen und den dann zu fragen, ob man dieses Foto, was man jetzt gemacht hat, dann auf Facebook irgendwie teilen darf. Völlig absurd. Muss man auch ins Reich der Toten hin und wieder schreiben. Wahrscheinlich schon, ja. Das ist halt, also da ist halt sehr, sehr schwer dann halt tatsächlich rauszukriegen, wer da halt eben die Rechte an diesem Gebäude hat. Ja. Und mit solchen Quatschgesetzen muss endlich Schluss sein und deswegen wollen wir auch über sowas reden. Welche Themen sind denn für dich persönlich jetzt noch interessant? Auf welche Vorträge freust du dich vielleicht auch außerhalb eurer eigenen Tätigkeit auf der Republika? Ja, Edward Snowden wird zugeschaltet werden, ganz spannend. Das wird mehr so ein Interview sein, was da geführt werden soll. Also da weiß man jetzt auch noch nicht so genau, über was er dann reden wird, aber es geht wahrscheinlich dann eben um Überwachung und Informationsfreiheit und Ähnliches. Könnte gut sein, ja. Ist anzunehmen, ja. Kein Fashion-Interview wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht es nicht um Foodblogs, ja. Aber auch die sind ja Thema auf der Republika. Auch diesen Thema, wer da großes Interesse hat, kann da gerne vorbeikommen. Immer schön sind die Vorträge von Sascha Lobo auf der Republika. Diesmal ein lustiger Titel, The Age of Trotzdem. Also man weiß auch bei Sascha Lobo nie, über was er dann genau am Ende des Tages reden wird. Ob er das selber schon weiß, ist auch noch eine Frage. Wahrscheinlich wird er sich Montagabend kurz vorm Vortag hinsetzen und sich überlegen, was er macht. Genau, aber das sind so zum Beispiel Vorträge, die sozusagen außerhalb, die immer ganz interessant sind, wo man sagen kann, das kann man sich auf jeden Fall anhören und wird nicht enttäuscht werden. Ja, dann werdet ihr quasi den nächsten netzpolitischen Abend erst wieder stattfinden lassen im Juni, wenn ich das richtig sehe. Also unser klassischer netzpolitischer Abend, den wir immer in der C-Base hier in Berlin in der Janowitzbrücke durchführen, ist dann genau erster Dienstag im Juni, 20 Uhr und Programm werden wir dann auch kurz vorher wieder bei uns auf der Website veröffentlichen. Wird auch immer ganz schön. Wie gesagt, immer jeden ersten Dienstag im Monat machen wir den eigentlich in der C-Base. Ist freier Eintritt, kann jeder vorbeikommen, ganz nette Atmosphäre. Danach auch immer noch mit geselligem Bier und Mate trinken. Und diesmal eben im größeren Rahmen auf der Republika. Und auch am Dienstag dann? Diesmal am Mittwoch. Oh, okay. Ganz verrückt. Genau, wir haben also 17.30 Uhr am Dienstag das Meetup, wo man uns sozusagen ein bisschen kennenlernen kann, wo man ungezwungen ins Gespräch kommt. Ja. Und Mittwoch 17.30 Uhr, selbe Zeit, da machen wir dann halt den inhaltlichen Slot. Und danach ist dann auch schon die Abschlussfeier. Also passt perfekt, ja, dass wir sozusagen mehr oder weniger den Ausklang aus der Republika da fast machen können. Also danach gibt es dann noch den Abschlussvortrag. Ja, auch immer ganz, ganz witzige Veranstaltung und dann geht's zum geselligeren Teil des Abends. Ja, super. Und Donnerstag ist Feiertag, das heißt, am Mittwoch kann man dann schön auch gemütlich ausschlafen und unter anderem oder unter Umständen eben auch mit Volker Tripp und Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Wer noch mal genau wissen möchte, welche Vorträge wann gehalten werden, der kann auch auf eurer Seite vorbeigucken, digitalegesellschaft.de. So und das Programm der Republika, das findet ihr unter re-publika.de.
www.radio-darmstadt.de im Netz. Vielen Dank für diesen kleinen Ausblick schon mal, Alexander Sander. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. An dieser Stelle aber erstmal viel Spaß auf der Republika. Und ihr da draußen, wie gesagt, für mehr Informationen guckt ihr auf digitalegesellschaft.de oder für Informationen zur Republika auf re-publika.de. Danke, Alexander. Schönen Gruß an Volker Tripp. Sag ich, danke. Ciao.